1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Die Freitag-Nacht-Ausgabe ist unsere freie Themenausgabe, eine unserer freien Themenausgaben. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an unter 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Wer ist der Erste heute Nacht? Der Erste heißt Ralf und er ist 51 Jahre alt. Hallo Ralf. Hallo. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, ich hatte sie in der Redaktion schon mitgeteilt, dass seit längerer Zeit meine Frau mich gerne in Damenwäsche sieht. Dich gerne in Damenwäsche sieht? Ja. Also deine Frau sagt zu dir, du sollst Damenwäsche anziehen? Ja, das hat angefangen vor ungefähr 4 Jahren. Ja. Also ein bisschen aus Spaß heraus mal eben Slipstrumpfhose anziehen. BH dazu. Das hat sie aber so gesagt, sie hat es vorgeschlagen. Ja, ich habe auch Spaß noch mitgemacht. Wir sind 27 Jahre verheiratet. Ja. Ne? Ja, und jetzt hat sie das mittlerweile ein bisschen verstärkt. Mhm. Was heißt das? Ja, dass ich jetzt am Wochenende, wenn ich vom Montage wiederkomme, in Damenwäsche zu Hause rumlaufe. Wie? Das ganze Wochenende dann? Ja. In Damenunterwäsche? Ja, überhaupt Wäsche. Ja? Mit Rock oder Kleid oder Bluse oder dergleichen. Ach so, also richtig das gesamte Outfit einer Frau. Richtig. Am Wochenende, sagst du, wenn du nach Hause kommst. Ja. Jetzt haben wir ja so quasi Wochenende. Sitzt du im Moment am Telefon auch in Damenkleidung? Ja, ich sitze in Damenwäsche. Ehrlich? Ja. Ehrlich? Beschreib dich mal, was hast du im Moment an? Ich habe eine schwarze Strumpfhose an. Ja. Flip, BH. Ja. Karierten Rock plus Bluse, ja, und Perücke auf. Ungeschminkt bin ich. Ungeschminkt bist du? Ja. Und dir selbst macht das überhaupt gar keinen Spaß? Du machst das nicht? Nein. Ich mache es aus Liebe zu meiner Frau. Ach, das ist ja Wahnsinn. Das heißt, das Ganze geht dir völlig an dir vorbei und du findest das sogar vielleicht widerlich oder wie man das ausdrücken mag. Du machst das wirklich nur für deine Frau? Ich mache es wirklich für meine Frau. Ich liebe meine Frau. Und das ist jetzt immer so, dass du, wenn du nach Hause kommst... Ich mache es aus Liebe. Und jedes Mal, wie du schon gerade angesprochen hast, wenn ich nach Hause komme. Ja. Aber wie fühlst du dich denn dabei? Ein bisschen komisch. Ja, ein bisschen ist vielleicht ein bisschen untertrieben, oder? Ja, richtig. Also so ganz wohl fühle ich mich nicht dabei. Ja. Das passiert aber immer nur in euren 4 Wänden. Du gehst dann nicht so mit deiner Frau raus. Nein. Mhm. Endet das Ganze irgendwie dann auch in einer sexuellen Aktion zwischen euch beiden? Wir sind beide sexuell sehr offen und es harmoniert zwischen uns beiden. Ja, ich meine, ich wollte darauf hinaus, ob deine Frau das anmacht, wenn du dich so anziehst. Ich habe das Gefühl, das tönt sie so richtig an, so, wenn ich in der Wäsche bin. So, ja, so meinte ich das jetzt auch gerade. Das kann also durchaus passieren, dass du mit BH und Perücke mit ihr schläfst. Ja, richtig. Mhm. Ja, also das macht sie irgendwie, motiviert sie irgendwie oder macht sie irgendwie an. Ja. Und wie gesagt, wir haben reges sexuelles Leben. Mhm. Und du... Ich sag es mal so, auch in der Formulierung, darfst zu Hause in deiner Freizeit mittlerweile gar nicht mehr als, ja, du darfst es schon, aber du tust es ja, wie du sagst, für deine Frau, letztendlich. Ja, das ist richtig. Mhm. Das geht seit 4 Jahren, sagst du. Ja, so ungefähr seit 4 Jahren. Und die Klamotten, die du dann anziehst, und die Perücke und die Schminke und so etwas, kauft ihr das zusammen oder kauft sie das alleine für dich? Das macht sie alleine. Mhm. Ist dir das da manchmal ein Graus, abends nach Hause zu kommen und dann denkst du, jetzt muss ich wieder in die ganzen Klamotten da einsteigen? Stimmt schon. Mhm. Also ich möchte lieber, wie auch so die ganze Woche, als Mann bleiben, ja, als Frau bleiben. Ja. Ne? Tönt dich das denn selbst so an dir nicht ab, wenn du mit deiner Frau schläfst, als Frau quasi, wenn du eine Perücke aufhast, kommst du dir da nicht ein bisschen albern vor und geht die Sexualität da nicht flöten?
Ich komme ein bisschen blöd vor dabei. Ja. Ne? Ist deine Frau zufällig gerade in der Nähe? Nein, die kommt ungefähr eine Stunde, zwei, kommt sie wieder. Wie schade. Sie ist mit ihren Damenkränzchen unterwegs. Ach so. Aber das genauso, ist... Genauso wie ich mein Kegelabend habe, macht sie auch ihren Frauen. Ja, ist klar, ist auch in Ordnung. Aber das ist absolut euer Geheimnis, oder weiß da irgendjemand was drum? Nein, da weiß niemand was drüber. Ja, habt ihr Kinder? Nein, haben wir nicht. Mhm. Mhm. Hast du ihr das denn schon mal gesagt, dass du das eigentlich nur ihr zuliebe machst? Ja, das habe ich schon öfters mal gesagt. Öfters angesprochen. Ja. Nur, wie gesagt, aus Liebe tue ich das für ihr. Mhm. Wird das immer noch, steigert sich das Ganze? War das am Anfang etwas harmloser? Hast du den Eindruck, dass sie noch immer mehr will, was du so aus dir machst? Noch eigentlich nicht so. Ja. Also, bis jetzt, wie soll ich das sagen? Sie möchte gerne, dass ich die Sachen anziehe. Mhm. Ein Rock, ein Kleid oder eine Bluse und dementsprechend die Unterwäsche. Mhm. Und sie schminkt mich dann auch. Ja, ja. Mich wundert so ein bisschen, dass du das jetzt anhast alles und dich auch so zurechtgemacht hast, obwohl deine Frau nicht da ist. Musst du das machen, damit du sie gleich so empfangen kannst? Auf eine Art ja. Weil ich möchte sie nicht, wie soll ich sagen? Enttäuschen, genau, ja. Enttäuschen. Das heißt, sie hat dir das nicht vorhin gesagt, du musst das jetzt machen? Nein, du machst das so freiwillig vorher. Ich mache mit ihr zusammen freiwillig. Alf, ich muss dir sagen, ich finde das ziemlich heftig, ziemlich krass, was du mir da erzählst. Ich finde es schon toll, wenn man für den Partner etwas macht, weil der das gerne möchte. Aber irgendwo sind auch Grenzen da. Wenn du überhaupt keinen Spaß daran hast, dich als Frau zu verkleiden, dich zu schminken, eine Perücke aufzusetzen und so weiter, dann finde ich, solltest du das auch nicht zumindest so oft und so extrem machen, wie du das machst. Du kannst es ja vielleicht mal ab und zu ihr zuliebe machen, aber doch nicht jedes Wochenende, Mensch. Da kommst du dir doch selbst auch blöd bei vor, wie wir es gerade auch schon gesagt haben. Ja, das ist richtig. Wie soll ich ihr das begreiflich machen? Mein Gott, indem du sagst, pass mal auf, meine Liebe, ich empfinde da nichts bei. Ich mache das nur dir zuliebe und deshalb möchte ich das auch nicht so oft machen, weil ich verbiege mich dabei, das bin ich nicht. Ich spiele hier Theater, Kasperle-Theater. Das kann man doch sagen, wenn man, du sagst, ihr seid 27 Jahre verheiratet, ne? Das ist richtig. Wie ist die Beziehung denn eigentlich harmonisch und habt ihr Vertrauen? Die Beziehung ist harmonisch, die funktioniert. Ja, aber dann kann man das doch auch sagen. Ich finde ja auch schrill und auch toll, dass ihr so Spiele miteinander macht. Und ich finde auch gut, dass du dich in einer gewissen Weise darauf einlässt. Aber wirklich nur in einer gewissen Weise, aber nicht so drastisch. Und wenn sie das dann verlangt von dir, finde ich es auch nicht in Ordnung, dass sie das tut. Ja, da muss irgendwo, ich dir recht geben. Ne, irgendwo musst du da auch noch deine Achtung und deine Würde, sage ich jetzt mal noch, für dich auch behalten. So wirst du doch wirklich da wie so eine Kirmesfigur. Das stimmt allerdings. Wahrscheinlich magst du dich gar nicht gerne im Spiegel angucken, wenn du so aufgebrezelt bist, ne, als Frau. Nee, bestimmt nicht. Ja, siehst du. Genauso habe ich mir auch gedacht. Ich finde, dass du da zurückgehen müsstest und ihr das auch klar machst. Wie gesagt, ab und zu kannst du es ja machen. Aber nicht immer zu. Und jedes Mal, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst. Gut. Ich werde dir heute Abend unterbreiten, beziehungsweise heute Morgen, wenn sie nach Hause kommt. Ja. Beziehungsweise morgen zum Frühstück. Ja, genau. Redet ihr mal beide Tacheles miteinander. Ja, dann werden wir ein bisschen Klartext reden. Ja. Ich wünsche dir alles Gute und schön, dass wir uns kennengelernt haben, Ralf. Alles Gute von Herzen. Ich danke vielmals. Tschüss. Tschüssi. So, ihr Lieben, wenn ihr euch gerne auch mit mir unterhalten wollt, jetzt hier in der Sendung, über welches Thema auch immer, Telefonnummer 0800 220 50 50. Ab morgen gibt es Domian auch immer am Samstag, aber in etwas veränderter Form. Am Samstag habe ich immer einen prominenten Gast hier im Studio, der sich euren Fragen und euren Anmerkungen stellt. Ihr könnt meinem prominenten Gast fragen, was ihr ihn immer schon mal fragen wolltet. Und morgen fangen wir an mit Arabella Kiesbauer. 23.45 Uhr, WDR Fernsehen, zu Gast bei mir, Arabella Kiesbauer. Und ihr könnt live anrufen und euch mit Arabella Kiesbauer unterhalten. Ihr könnt
kritische Dinge sagen und fragen, ihr könnt private Dinge sagen und fragen. Im Prinzip den Themenbereichen sind gar keine Grenze gesetzt. Ihr könnt euch mit Arabella Kiesbauer morgen live im WDR Fernsehen um 23.45 Uhr unterhalten. Wenn ihr euch jetzt schon anmelden möchtet für die Sendung, könnt ihr mailen unter domian@wdr.de. domian@wdr.de und wir rufen euch dann morgen zurück vor der Sendung und dann stellen wir euch, einige von euch stellen euch dann in die Sendung rein. So, hier ist Jo. Wie spricht man das aus? Jolien? Jolien? Ja, hallo Domian. Ja, hallo Jolien. Ja, hi. 30 bist du. Bitte? 30 Jahre bist du. 30 bin ich, genau. Ja. Und mein Thema ist Telefonsex. Telefonsex. Ich mache das beruflich. Ja. Und ich erlebe da die kuriosesten Dinge. Wie lange machst du schon? Ich mache das jetzt seit ungefähr 2,5-3 Monate. Das ist ja noch ganz frisch im Geschäft. Ja, ganz frisch, genau, aber du erlebst da Sachen, also da lachst du dich kaputt. Zum Beispiel, lass uns zusammen lachen. Ja, gestern habe ich zum Beispiel einen gehabt, den hatte ich schon öfter. Ja. Der ruft an und beschreibt eine Situation, wo eine Frau zum Date kommen soll und die sitzt dann ganz verzweifelt im Auto und sagt immer, mein Auto springt mich an und ja, daraufhin macht er sich einen klar. Ja. Das macht ihn scharf, wenn das ihr Auto nicht anspringt. Ja, genau. Und sie quasi nicht dann zu der Verabredung kommen kann. Ja, weiß ich nicht, ob ihn die Hilflosigkeit der Frau scharf macht oder so. Aber mein Auto springt nicht an, sagt die Frau dann immer. Ja, genau. Und völlig verzweifelt will er das hören. Ach, du musst dann immer sagen, mein Auto springt nicht an. Genau. Und was sagst du dann weiter? Ich komme nicht zu der Verabredung. Du lieber Himmel, was mache ich nur? Nein, ich rufe den dann an in seiner Fantasie. Also er tut so, als wenn das Handy klingelt, geht dann auch dran. Ja. Und ich muss ihm dann das Date absagen. Und dann muss ich halt nur die ganze Zeit sagen, mein Auto springt nicht an. Ich muss nicht stöhnen und nichts. Das ist ja, das finde ich sehr, sehr spaßig. Das ist total abgefahren. Vor allem, ich frage mich, was hat er davon? Mein Auto springt nicht an. Ja. Wie lange musst du das sagen? Ach, der macht, weiß ich nicht, meistens gehen die Gespräche so im Allgemeinen 2-3 Minuten. Ach so, das ist ein Quickie, ne? Ja. So gesehen schon. Und dann legt er irgendwann auf und sagt Tschüss, oder wie? Oder sagen er die, sagt noch nicht mal Tschüss, er legt wortlos auf. Also wenn er dann seinen Orgasmus hatte am Telefon, legt er auf. Genau. Aber du musst brav und tapfer immer sagen, mein Auto springt nicht an. Genau. Sehr, sehr, sehr bizarr. Aber eigentlich doch eine einfache Arbeit für dich, ne? Ja, sicher. Also ich bin schön zu Hause, dich auf meiner Couch, schön eingemuckelt. Ja, nee, das sowieso. Und ich meine, auch gerade dieser Kunde macht es dir doch einfach. Ja, es ist auch ansonsten nicht schwer. Meine Güte, ich erzähle dann halt, wie ich den, darf ich das jetzt so sagen, wie ich den einblase? Ja, du darfst es nicht sagen. Wir denken uns das. Ach so, ja gut, wie ich die dann halt verwöhne, so in sämtlichen Details. Genau. Ne? Und ja, du hast gesagt, man lacht sich schlapp. Das war ja gerade schon sehr spaßig. Was hast du denn noch an lustigen Sachen erlebt? An lustigen Sachen, ja. Also einer schrie, oh Gott, ich komme. Und im Hintergrund ging der Westminster-Gong von seiner Standuhr. Ja. Das fand ich zum Beispiel, also da habe ich hier auf der Couch gesessen, ich konnte nicht mehr. Also die Kombination zwischen ich komme und dem Gong. Ja. Ah ja. Fand ich sehr spaßig, weil das habe ich dann so mit Omas Standuhr verbunden, die sie im Wohnzimmer stehen hat. Ja. Oder einen hatte ich, der, da brauchte ich gar nichts zu machen, der sagte die ganze Zeit immer noch Ficky, Ficky, Ficky und dann irgendwann kam der und Lichter auf. Das dürfen wir auch nicht sagen hier. Ja, hat aber gesagt, was soll ich okay, machen? Okay, wir dokumentieren. Das ist eine journalistische Dokumentation. So hat er das halt von sich gegeben. So hat er das von sich gegeben, so, genau. So kann man das ja auch dann sagen. Dann habe ich heute Morgen noch einen gehabt, der fragte mich allen Ernstes, ob ich von Telefon ohne Gummi mache. Aha, und da hast du gesagt, nee, ohne Gummi läuft für mich nichts. Ja, der kann natürlich mal moralischer wieder durch, ne? Ja. Von wegen Krankheiten und so. Dann hatte ich einen... Aber Moment, das ist ja schon auch verrückt. Die Leute fragen am Telefon, ob du es ohne Gummi machen würdest. Das heißt, die wollen sich dann in die Fantasie hineinbegeben, dass du es ohne Gummi machst? Ja, denke ich mal. Ja, und das finden die dann ganz toll. Ich meine, in der Fantasie kann man das ja auch machen. Ja, sicher. Mhm. Aber ich habe mich dann in dem Moment gefragt, wie ich den Präser das Telefon ziehen soll. Sag mal, was ich gerade schon gefragt habe, wie ist denn das in der Regel am Ende der Gespräche? Knallen die Jungs den Hörer auf oder gibt es auch schon mal ab und an jemanden, der dann noch ein nettes Wort sagt und sich dann verabschiedet? Mal so. Also es ist eigentlich recht ausgewogen. Die meisten legen dann halt wortlos auf. Ja. Und dann gibt es aber auch welche, die reden dann noch eine Minute und bedanken sich und das hast du ja toll gemacht und so. Das sind dann die Netten. Das sind die Netten, ja, genau. Ja.
Nun waren das lustige Beispiele oder ungewöhnliche Beispiele. Hast du denn in deiner relativ kurzen Erfahrungszeit, jetzt so in 2 Monaten, auch schon Dinge erlebt, die so an deine Grenzen gehen, wo du sagst, das ist mir zu ekelhaft, das finde ich wirklich pervers, das mache ich nicht? Mache ich nicht, gibt es bei mir nicht, weil der Rubel rollt. Nur dadurch, verstehst du? Und, was ich zum Beispiel pervers finde, ist zum Beispiel Sekt und Kaviar. Mhm. Wie ich den Typen dann halt beschreiben muss, wie ich... Ich verstehe schon, ja. Mhm. Darf ich auch wieder nicht sagen. Darfst du auch wieder nicht sagen. Ich finde, es sollte auch eine Grenze da sein, wenn die von dir verlangen würden, dass du dich in die Rolle eines Kindes begibst, beispielsweise. Darf ich gar nicht. Darfst du gar nicht. Illegal ist. Und deswegen werden solche Gespräche auch stichprobenartig überprüft. Verstehe. Mhm. Ne, damit man sowas erst gar nicht macht. Und ich würde es auch nicht machen. Ja. Also da haben wir schon dann doch ein Feld, wo du sagst, da auf keinen Fall oder da darf ich es auch nicht und das möchte ich nicht, das widerspricht meinem Geschmack. Ja. Wie bist du überhaupt auf diese Tätigkeit gekommen? Eine Bekannte von mir erzählte, dass sie das machte macht. Mhm. Und ich sag, Mensch, gib mir doch mal die Telefonnummer, da angerufen, nächsten Tag einen Termin ausgemacht und konnte auch sofort den Tag anfangen. Ja, das sind ja so Schaltungen in deine eigene Wohnung, ne? Mhm. Du musst da nicht in irgendeinem Center sitzen, sondern du kannst es dir bei dir gemütlich machen auf dem Sofa, wie du es gerade gesagt hast. Genau. Mhm. Ja. Wie lange telefonierst du am Tag? Oh, das ist unterschiedlich. Es gibt also Tage, da sitze ich hier 7 Stunden und telefoniere vielleicht von den 7 insgesamt eine halbe. Ach so, weil gar nicht so viel kommt, oder? Ja, und dann gibt's aber auch Tage, da steht das Telefon nicht still, da telefoniere ich von 6-7 Stunden auch mal 3-3,5 Stunden und das ist dann also schon ziemlich gut. Also von 6-7 Stunden, das heißt 7 Stunden ist die Leitung dann geschaltet und real kommen dann nur so und so viel raus hinterher. Genau. Ja. Wie lukrativ ist das? Wie viel hast du jetzt, sagen wir mal, sagen wir mal auf einen Monat bezogen? Wie viel verdienst du im Durchschnitt in einem Monat? Bisher, du hast ja noch keinen großen Erfahrungswert. Im Durchschnitt, ja. Also ich sag mal so, es ist ein nettes Taschengeld. Ich möchte jetzt nicht näher drauf eingehen, es ist ein nettes Taschengeld. Also es sind nicht die Riesensummen, aber es ist so nebenher nett verdientes Geld, meinst du? Genau. Mhm. Bist du sonst noch berufstätig? Nee, noch nicht. Ich habe zwar ein Angebot, aber... Ja, und was hast du früher so gemacht in deinem Leben? Ich habe früher in der Diskothek gearbeitet. Ach so. Mhm. Hast du einen Freund? Nein. Ich habe mal einen Bekannten hier gehabt und der war dann auch die ganze Nacht hier und ich habe dann halt auch, weil ich so abgelenkt war von ihm, auch gemerkt, dass man das in der festen Partnerschaft überhaupt nicht machen kann. Also es funktioniert einfach nicht. Ja, das heißt also, solange du Solo bist, sagst du dir, okay, das kann ich machen. Ja. Aber wenn da eine Liebe irgendwie am Horizont auftauchen würde, dann wäre Schluss mit der ganzen Geschichte. Ja, klar, dann würde ich natürlich erstmal abwarten, wie sich das entwickelt, weil einen Job schmeißt man ja nicht einfach so hin, ne? Gab es denn auch schon Situationen, die dich selbst erregt haben? Nee. Also ich lache mich immer wieder darüber kaputt, wie Männer glauben, dass man hier auf der Couch sitzt und es sich dabei selber macht. Das glaube ich. Und gab es denn einen, der gesagt hat, ja, hey, du machst mir doch was vor, das stimmt doch alles nicht? Nee. Keinen? Nee. Jeder will die Illusion haben, ne? Ja, ich bringe das, glaube ich, auch sehr glaubhaft rüber. Wie präsentierst du dich denn? Was sollen die Männer denn glauben? Du liegst da halb nackt auf dem Sofa, auf einem Kanapé und hast irgendwelches Sexspielzeug bei dir, oder wie? Ja, ich habe teilweise auch wirklich einen Vibrator daneben liegen, mach den an, halt den am Hörer und mach den dann wieder aus. Ach so. Und die sind dann halt der Meinung, dass der sonst wo verschwunden ist. Oder halt doch mal deinen Telefonhörer so zwischen. Ich verstehe. Und wir wollen das, die Reibung hören, ne? Ja, aber dann sage ich immer, ja, kannst du gar nichts hören. Mhm. Und dann halte ich den Hörer halt ein bisschen weg, dass sie halt keinen Atmen zu hören. Und sie sind schon zufrieden? Dann sind die zufrieden. Wird man dann nicht ein bisschen zu Männerverachter oder macht sich lustig über Männer? Ja, mittlerweile. Also ich kann Männer, die ich kennenlerne, die sehe ich halt immer unter diesem Vorbehalt, Mensch, das könnte auch so einer sein. Also ich kann die schon gar nicht mehr ernst nehmen. Ja, oder du denkst, wenn du jemanden kennenlernst, ist das so einer? Würde der da auch anrufen? Ich meine, alle Männer rufen ja nicht bei sowas an. Ja, klar. Aber es gibt ja auch noch die kluge Fraktion, die sowas nicht machen. Ne? Ja, so ungefähr. Also. Aber es gibt sehr viele, die machen das doch. Und die sind wirklich so schlicht gestrickt diesbezüglich, ne, dass man die so leicht hinters Licht führen kann. Ja, das glaube ich auch. Dass wenn man da als Frau arbeitet, dass man nicht gerade so, dass die Achtung vor dem männlichen Geschlecht nun nicht gerade steigen lässt. Nicht wirklich. Ja. Könntest du dir, wenn wir es mal umdrehen, du als die private Juline oder wie immer du auch heißen magst, würdest bei einem Mann anrufen in einer erotischen Stimmung. Könntest du das machen? Könnte ein Mann dich in eine erotische Stimmung bringen? Nee. Also nicht dadurch, weil, also das ist,
ich verstehe es nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht fehlt mir die Fantasie dazu, keine Ahnung, ja. Aber das ist außerhalb meiner. Vielleicht würde es funktionieren bei dir mit einem Mann, in den du verliebt bist. Dann vielleicht, das aber, weiß ich nicht. Aber da hast du noch keine Erfahrung gemacht. Nee, das habe ich noch nicht ausprobiert. Nee. Ja, unsere Julien, seit zwei Monaten Telefonsexerin. Ja. Wie war das? Mein Auto springt nicht an. Genau. Das finde ich sehr lustig, das hab ich noch nie gehört. Das ist aber noch nicht alles. Also letztens habe ich einen, der wollte von mir verprügelt worden. Meine Güte, da habe ich mir den Katalog eines großen schwedischen Möbelhauses genommen und habe da ewig draufgehauen. Und irgendwann sagt er, Mama, bitte hau mich nicht. Oder erzählte mir, dass seine Strumpfhose über sein bestes Stück gestülpt hatte und naja. Also, ja? Du hast schon viel erlebt, ne? In deiner kurzen Arbeitszeit. Also wenn wir in einem Jahr wieder miteinander telefonieren, dann wird's noch lustiger. Ja. Ich würde sagen, wir verabreden uns mal, vielleicht in einem halben Jahr nochmal miteinander zu sprechen. Ja, ihr habt meine Nummer, ruft durch. Ja, das machen wir sehr gerne. Julien, alles Gute. Ja, dir auch. Dankeschön, tschüss. Ich danke dir, ciao. 0800 220 5050 und es geht weiter mit dem Chris und Chris ist 37. Hallo Chris. Moin. Moin. Was ist los? Um was geht's bei dir? Thema ist Erotik als Wetteinsatz. Erotik als Wetteinsatz? Ja. Das klingt ja spannend. Erklär mal näher. Ja, das ist eine Geschichte gewesen, also ich sag mal, es ging immer zum UEFA-Cup-Spiel, Schalke verloren. Mhm. Ich habe natürlich auf sich getippt. Und dann fing das an, ja, und der Einsatz war halt eben, das war auch die Frau selber, die das machen sollte, die wusste davon, die wollte das auch. Also mit wem hast du gewettet? Mit einem Bekannten. Ja. Ja. So, die Wette, formulier mal die Wette. Wenn? Wenn Schalke verliert, sollte ich mit der Frau also die Nacht verbringen. Ja, und die Frau war eingeweiht? Die war eingeweiht. Das war eine Bekannte von euch beiden, oder? Er kannte die mehr, aber ich kannte die nur flüchtig, aber sie war wohl auch drauf scharf auf, sie war auch älter, sie stand auf Jüngere. Ne? Ach so. Ja. Und auf jeden Fall ging das dann so hin und her, Spiel zu Ende und so weiter. Mhm. Ja, und dann natürlich waren ja auch diejenigen, die dann sich gefreut haben, dass ich die Wette verloren habe, ist ja klar. Ja. Wie war denn die Wette weiter formuliert? Okay, dann Sex mit der Frau vor den anderen Jungs oder heimlich oder in aller Stille? Ja, oder? Ja, nee, das sollten die schon mitkriegen. Ach, sollten die schon mitkriegen, ach so. Ja. So, nun hast du die Wette verloren. Genau. Wie viel älter war die Frau als du? Die Frau war 21 Jahre älter. 21 Jahre, mhm. Ja. Aber die Frau wollte. Was? Die Frau wollte schon. Ja. So, und wie ging es dann weiter? Ja, im Moment war natürlich erstmal komisch, ne? Ja. Weil da war natürlich noch ein Clou mit eingebaut, dann sollte ich natürlich nach der Wette, dann haben die mir natürlich erstmal gezeigt, so, das ist der Clou, das sollte ich dann noch drüber ziehen zum Reiz, dann bevor ich mich da für die hinlege, ne, sollte ich mir so ein Gummihöschen anziehen. Ein Gummihöschen? Ja. Das wird ja immer verrückter. Ja. Ja. Was war ein Gummi? Einfach ein Gummihöschen? Ja, so weiße, die sind so normale, gibt es ja so diese verschiedenen Materialien, da gibt es ja verschiedene Arten. Das war so einfach so, konnte man nochmal drüber ziehen, die saßen halt recht stramm und okay. Ne? War aber schon ungewohnt, sag ich mal. Also, ja. Gut, also irgendwann war das Ding dann an und dann... Achso, ihr wart hier schon zu Gange. Also beschreib, wie viel Leute waren anwesend? Drei. Drei. Also drei Männer noch? Ja. Drei Freunde von dir? Ja. Du und diese Frau? Ja. So, und dann hast du dich ausgezogen, hast das Gummihöschen angezogen? Ja, dann haben die noch ein bisschen, weil ich wohl irgendwie ein bisschen Probleme mit hatte, hat dann einer noch ein bisschen da so, ne, das hat auch klappte, ne? Verstehe. Von hinten rum so ein bisschen hochgezogen, dass die auch gut sitzt, ne? Ach, das Gummihöschen, ja. 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 So, und dann? Ja, dann war schon alles bereitet, haben ein Bett gehabt, dann ja gut hingelegt, da erstmal gespannt, ne? Ich meine, gut, aufgeregt war ich natürlich. Ja, und dann kam die natürlich und dann habe ich natürlich nur geguckt, weil das war auch eine etwas üppigere Person, ist klar. Ach so, die kam dann rein in das Zimmer? Die kam dann rein. Und du lagst da nackt? Nur mit deinem Gummihöschen bekleidet. Genau so ist es. Sehr schönes Bild. Und dann? Mhm. Ja, dann fing die erstmal an, so, ja, ein bisschen streicheln. Ich meine, da fand ich alles noch okay. Ja? Sie war aber auch ganz ausgezogen. Sie hat dann Schritt für Schritt abgelegt. Ne? Ja. Mhm. Ja, ich meine, hinterher stand die dann nur noch mit so einem großen Büstenhalter vor mir. Ja. Ja. Und dann? Ja, dann fiel der auch und dann ging das so langsam immer mehr. Ne, intimer zur Sache und irgendwann ging dann auch das Höschen runter, ne? Ja, und hat sich was getan bei dir?
Ja, überraschenderweise. Also ich sag mal, erstmal nervös und habe ich gesagt, das wird sowieso nicht hinhauen, aber gerade dann, wenn man denkt, das haut nicht hin und wenn man irgendwie diese Neugier und ne? Dann haut's hin. Ja, ja, richtig. Und dann war natürlich irgendwie, weiß ich auch nicht, auf jeden Fall kamen wir dann wohl so immer mehr zueinander und ne? Und die beiden anderen Jungs, oder die drei Männer, sagst du, ne? Ja, die haben sich köstlich amüsiert. Die standen um euch herum und amüsiert. Also ungefähr, weil die haben sich dann köstlich amüsiert, weil sie mich ja dann natürlich auch schon dementsprechend massiert hat und sonst was, ne? Ja. Also kam es dann wirklich zum Geschlechtsverkehr zwischen euch? Es kam dazu, ja, ja. Mhm. So, und am Ende der ganzen Sache, was war da? Ja gut, da hat man sich erstmal, ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich bei der irgendwas spüre, außer vielleicht einfach nur den Sex, aber irgendwo war dann doch ein Gefühl da, weil es war am Anfang zwar komisch und auch eigentlich, aber am Ende war es halt... Und heute bist du mit ihr verheiratet? Nee, verheiratet nicht, wir sehen uns wohl, wir haben Kontakt, wir sind hin und wieder... Hatte die uns, aber jetzt nicht nur dafür. Ach so, aber es gab danach dann auch nochmal Sex zwischen euch beiden. Es gab auch nochmal Sex. Ach, siehst du. Und am Anfang hattest du Angst. Ja, ja, weil es eben halt doch ein bisschen eine ungewohnte Situation war. Aber danach nicht mehr mit Gummihöschen. Nee, das nicht mehr. Was wäre denn eigentlich passiert, wenn du die Wette gewonnen hättest? Ja, dann hätte der Kollege sowas Ähnliches machen müssen. Allerdings hatten wir dann noch einen besseren GAU vorne. Nämlich? Ja, wir hatten da jemand gehabt, die war noch ein bisschen extremer. Aha. Na, ihr seid ja auch drauf da. Ihr seid ja auch drauf. Aber das war doch eine gelungene Aktion dann für alle. In dem Fall, ja. Ne? Also muss ich sagen, also ich habe aber vorher wirklich gedacht, das wird sowieso nichts werden. Ja. Aber so wie ich euch ja schon kennengelernt habe und einschätze, habt ihr das doch bestimmt nochmal irgendwie gemacht, oder? Wir haben das irgendwann nochmal gemacht und ich muss sagen, das war nicht von schlechten Eltern. Irgendwo weiß man ja dann auch, man kennt seinen Kreis. Und hast du da wieder verloren oder waren die anderen? Nee, diesmal musste der dran, glaube ich. Okay. So haben die Jungs mit ihren 37 Jahren und aufhört so ein bisschen ihren Spaß, ne? Richtig, genau. Und natürlich hat sie dann nicht da mit den anderen auch noch oder so, weil Ich habe eine ganz wichtige Frage gar nicht gestellt vorhin. Ich habe das vorausgesetzt. Du bist nicht verheiratet und du hast keine Freundin und Frau. Nee, also Freundinnen gehabt, also bis vor 2 Jahre, die ist dann krank geworden. Ja. Ne? Also du bist nicht in einer Beziehung, dann wäre das Ganze alles noch komplizierter geworden. Genau. So Sauereien denkt ihr euch da aus und habt euer Späßchen dabei, ne? Ja, also ich sag mal, und jetzt sagte die Kollegin zu mir, sagte, die hätte ja eine Freundin, die wird sich auch mal interessieren, aber das ist halt so, dass die jetzt, ich meine gut, vom Sehen her kenne ich die, ich weiß zwar jetzt nicht, wem die meinte von denen, aber das Problem ist nur, sie sagte, die wäre zwar auch ein bisschen heftig mollig. Ja. Sagt sie, wir können ja mal drüber reden. Ne? Ja, kommen wir ja auch mal, ne? Also. Ja, aber ich meine, ich finde immerhin gut, dass die selber auch, das, also jetzt nicht im großen Kreis da, sondern eben halt nur unter sich da machen, weil die sich kennen. Ja. Und, ne? Also ich sag mal. Also, Erotik als Wetteinsatz. Schöne Idee, würde ich gerne noch mehrere Sachen hören. Vielleicht habt ihr anderen draußen, ihr Zuschauer draußen im Lande, vielleicht sowas auch mal gemacht. Ruft mich mal an, finde ich spannend, finde ich interessant. Cool, hören wir mal weiter zu, Chris. Vielleicht werdet ihr Christi da noch eine Inspiration für. Ich habe da noch eine ganz kurze Information zum Thema von Mittwoch. Das ging da, Dienstag war, glaube ich, mit dieser Geschichte, wo sie immer ihren Großvater sieht. Ja. Und zwar, ist aber jetzt eine sehr ernste Geschichte, also ich habe immer so den Eindruck, als wenn das so ein bisschen in die Parapsychologie geht. Unter Umständen, manchmal ja, nicht immer. Ja, also ich sag mal, weil ich habe da auch schon mal so Leute gehabt, die haben da Erfahrung mitgemacht, deswegen sollte sich vielleicht auch mal an sowas wenden, ne? Ja. Das ist gar nicht so verkehrt. Ja, wobei, ich glaube, der Fall von vor ein paar Tagen, das war, ich glaube, kein parapsychologisches Phänomen, sondern wirklich ein psychologisches Problem der Frau. Generell glaube ich das auch, dass man das sicher manchmal auch so einordnen kann, ja. Ja gut, aber manchmal kann man halt ganz schwer unterscheiden. Hast du recht. Ne? Hast du völlig recht, ja. Mein Lieber. Ja, okay, es war einfach nur mal eine Anregung für Leute, wenn da mal öfter sowas ist, weil das hört man eigentlich sehr selten, dass man auf die Idee kommt, dann auch mal auf parapsychologische Schlüsse zurückzukommen. Ja, okay. Ja. Danke für den Hinweis. Ja, danke schön. Tschüss, Chris. Tschüss. Stefan, 26. Hallo, Stefan. Hallo? Ja. Ja, hallo, Domian. Hallo, Stefan. Dein Thema. Mein Thema, ach, das ist sehr kompliziert. Ach, du liebe Zeit. Wie immer. es geht um zwei Frauen. Und zwar meine Freundin, die jetzt in Australien ist. Mhm. Und das schon seit 3 Monaten. Mhm. Was macht sie da? Sie arbeitet da, sie reist da und macht
wirklich ein nettes Leben. Ach so, und wie lange will sie noch da bleiben? Ja, das ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich aber bis nächstes Jahr, im Februar ungefähr. Oh. Noch ein bisschen länger. Mhm. Gut, und die andere Frau? Die andere Frau, die ist sozusagen hier bei mir und habe ich jetzt gerade erst kennengelernt. Und das ist ja auch mehr oder weniger das Problem, weil... Während deine Freundin in Australien ist, hast du dir eine neue hier angelacht? Ja, schon, man kann das schon fast so sagen, ja. Ich habe aber nicht danach gesucht. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt losgegangen bin und dachte, nee, suche ich mir doch mal eine neue Frau oder sowas. Das ist einfach passiert. Ich habe sie halt gesehen und dann haben wir uns irgendwie kennengelernt und es war einfach sehr, sehr nett. Und sag mir mal noch ein paar Grunddaten. Wie lange bist du mit deiner Freundin, die jetzt in Australien ist, zusammen schon? Ungefähr 5 Jahre. 5 Jahre. Ja. Und jetzt diese neue Affäre, wie lange läuft das? Ganz kurz, ne? Ja, wir kennen uns ungefähr einen Monat jetzt. Einen Monat, ja. Ja. Wie kommt das, dass deine Freundin diesen Trip alleine macht? Gab es auch Überlegungen? Nein, sie macht den nicht alleine. Sie ist mit einer Freundin losgefahren. Ach so. Und warst du damit einverstanden, dass sie so lange auf Weltreise quasi geht? Ja, eigentlich schon, weil also es war für sie auf jeden Fall eine gute Entscheidung, weil sie brauchte das einfach mal. Sie musste mal ein bisschen rauskommen und so. Das wollte sie auch von sich aus sehr gerne machen und ich wollte sie auch nicht aufhalten. Kommuniziert ihr viel? Mailt ihr? Simst ihr? Ja. Das schon. Also wir telefonieren nur einmal in der Woche oder so und dann... Und simsen jeden Tag? Nee, simsen natürlich nicht, aber E-Mail und sowas. Aber auch nur ganz, ganz wenig, aber halt häufig am Telefon. Ja. Wurde darüber vorher gesprochen, nach dem Motto, wenn ich jetzt weg bin, wenn ich lange weg bin, sind wir uns treu oder bin ich dir treu, wenn ich in Australien bin, oder wurde das alles überschwiegen? Nein, da haben wir auf jeden Fall drüber gesprochen, weil, naja, ein halbes Jahr ist natürlich eine lange Zeit und so, da fehlt schon irgendwie ein bisschen was und wir haben darüber gesprochen, wir haben jetzt nicht direkt gesagt, ja, wir sind jetzt, also wir sind es jetzt treu, das war klar, dass das nicht wahrscheinlich irgendwie auch mal schwierig sein kann und eigentlich ist es für uns beide so klar gewesen, dass da was passieren könnte eventuell. Aha, ich mag schon, nichts Halbes, nichts Ganzes, es ist irgendwie so, es wabert so dahin. Ja. Es ist keine klare Vereinbarung getroffen. Ja, genau, es ist nicht wirklich klar. 5 Jahre? Wie frisch ist denn die Liebe noch bei dir und deiner Freundin? Tja, das ist halt die Frage. Ich weiß es nicht genau. Dann ist es schon nicht mehr frisch, wenn man schon so antwortet. Es ist nicht mehr wirklich, wirklich, wirklich frisch. Es ist schon ein bisschen die Luft raus, wenn man so antwortet. Auf jeden Fall, ja. Irgendwie ist die Luft raus. Wir kennen uns halt schon insgesamt seit weiß ich nicht, 9 Jahren, 10 Jahren, schon ganz, ganz lange. Und wir kennen uns halt auch sehr, sehr gut. Und es ist... gute Freundschaft. Sehr, sehr gute Freundschaft. Und ich glaube, das war auch immer... Wie war der Sex in der letzten Zeit mit deiner Freundin? Wenig und... Also war gut, aber wenig. Ja, und altbekannt alles. Es ist schon sehr eingefahren. So nach einer langen Zeit, dann ist alles schon sehr... Diese Frau, neue Frau, die da aufgetaucht ist, ist das jetzt eine Sexgeschichte oder bist du verknallt in die? Ich bin absolut verknallt in die. Das ist das Problem. Also ich finde sie schon ziemlich nett. Ich bin absolut verknallt. Weiß sie, dass du eine Freundin hast, die in Australien ist? Das ist das nächste Problem. Das weiß sie noch gar nicht. Ah, du bist so ein Taktierer, ne? Du erzählst der einen nichts von der anderen und der anderen nichts von der einen. Ja, das Problem ist einfach, dass das neue Mädel, das ich kennengelernt habe, also ich könnte es zurzeit schwer aushalten, wenn sie halt gehen würde. Und deswegen habe ich es bisher so ein bisschen verheimlicht. So weit lief da noch nicht so viel, deswegen ist es vielleicht alles noch... Aber ihr hattet schon Sex miteinander? Nee, hatten wir noch nicht. Ach, wollte nicht. Sie wollte nicht? Nein, ich wollte nicht. Du wolltest nicht? Nein. Ach, warum? Ich glaube, das hätte ich nicht gekonnt. Also ich hätte... Solange das nicht geklärt ist, ist es für mich zu schwierig einfach. Ja gut, aber die Situation ist ja nun kompliziert. Deine Freundin ist in Australien, die ist weit weg und kommt erst im Februar wieder. Genau. So, die Neue denkt, du bist solo. Finde ich das wahrscheinlich sogar toll, dass du zurückhaltend bist und nicht gleich mit dir in die Kiste willst. Ja. Und ist auch in dich ein bisschen verschossen. Ja. Ja. Genau. So, wie soll das jetzt weitergehen? Ich weiß es nicht, deswegen rufe ich dich an. Ja. Nein, aber ich weiß es wirklich nicht. Ich bin also schon seit Ewigkeiten am Grübeln und am Denken. Erstmal finde ich das immer ganz, ganz schlimm, wenn jemand aus einer Beziehung rausgeht, während der andere irgendwie in weiter Ferne ist, auf Reisen oder so. Ja. Das finde ich wirklich ganz schlimm. Und wenn man das dem am Telefon sagen würde. Ne, dann sitzt du irgendwo in der australischen Wüste und kriegst eine Mitteilung, ja, ich will die Beziehung schließen machen. Das ist natürlich die Hölle.
Absolut, und deswegen konnte ich mit ihr dann noch nicht drüber reden. Ja. Und wir haben auch eigentlich, vorher haben wir eigentlich ein bisschen darüber gesprochen, dass wir uns sowas nicht erzählen werden, weil es würde einfach aufgrund dieser Distanz viel zu viele Probleme für jeden geben. Was du aber auf jeden Fall erzählen solltest schon mal, um mal einen kleinen Anfang mit der Wahrheit zu machen, ist, dass du dieser neuen Frau sagen solltest, dass du in einer Beziehung steckst. Ja, und das habe ich jetzt vor. Das finde ich unbedingt. Auf jeden Fall, das ist auch das absolut Nächste, was ich machen will. Nur ich überlege wirklich, wie ich es ihr sagen soll, ohne dazustehen als, weiß ich nicht, keine Ahnung, Casanova oder so. Also ich wollte sie ja nicht abschleppen, darum geht's ja nicht. Nein, also was heißt, die ist immer so die Frage, die Leute sagen immer, wie soll ich das sagen? Ja. Die Frage stellt sich überhaupt nicht, indem man es sagt. Ja. Ich habe eine Freundin, die ist in Australien, das ist der Satzpunkt. So, genau. Natürlich stehst du nicht gut da. Absolut nicht. Natürlich nicht. Ne? Und dann musst du dir auch noch für dich wieder Gedanken machen, was will ich? Soll es darauf hinauslaufen, dass ich mich von meiner Freundin, die in Australien ist, dass ich mich von der trenne? Dass du für dich auch im Klaren sein musst, wenn ich mich jetzt noch weiter auf die neue Sache einlasse, läufst du natürlich immer mehr Gefahr, dass das Alte kaputt geht. Ja. Und wenn du selbst sagst, dass die Beziehung nicht mehr so doll war und dass die Luft da irgendwie raus ist und dass ihr eigentlich nur in dicken Anführungszeichen gute Freunde seid, spüre ich ja schon, dass es irgendwie sich dahin entwickeln wird. Ja, das Gefühl habe ich ja auch. Und die Entscheidung ist halt so schwer, weil ich sie schon so unglaublich lange kenne und wir uns so unglaublich vertraut sind. Es ist natürlich trotzdem blöd, ihr telefoniert miteinander. Ja. Ne? Ihr mailt ab und zu. Das heißt, in den nächsten Monaten, wenn du dich jetzt weiter auf die neue einlassen solltest, heißt das natürlich, du musst eine Lüge durchziehen. Das geht nicht. Also ich finde das für mich sehr schwer und deswegen muss da irgendwie jetzt eine Entscheidung her. Und ich bin mir aber nicht wirklich sicher, wie ich es anstellen soll. Natürlich einfach sagen, das ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit. Obwohl ihr beide euch vereinbart habt, euch das nicht zu sagen während der Reise. Ja, aber irgendwie würde mir das in dieser Situation sehr schwer fallen, weil es ist ja keine kurze Sache. Ist denn ist diese Reise für deine Freundin etwas sehr Wichtiges? Sehr wichtig, ja. Sehr wichtig. Eben. Und du würdest ihr das sehr kaputt machen, wenn du jetzt da reinfunken würdest und nach der Mutter, pass mal auf, ich habe mich ja neu verknallt. Ja, genau. Dann wäre sie völlig von Sinnen da unten und würde vielleicht zurückkommen und alles wär zerstört. Ich glaube nicht, dass sie zurückkommt, aber ich glaube, sie wäre ziemlich am Boden zerstört. Sehr sogar. Ja. Also, das ist zwar nicht die ganz ehrliche Nummer, aber ich habe so einen Fall in meinem Freundeskreis mal mitbekommen, wo jemand der Freundin das erzählt hat, während sie auch auf einer weiten dienstlichen Reise war. Und das war wirklich die Hölle für die Frau. Das war die Hölle. Und ich habe ihn hinterher so angefahren und gesagt, wieso hast du denn nicht die Kraft, das zumindest auszuhalten, ihr das ins Gesicht zu sagen, bis sie wieder zurückkommt. Ja. Insofern, aufgrund dieser Erfahrung würde ich es fast so intuitiv sagen, lass sie in Ruhe, lass sie ihr Ding machen in Australien. Kläre es aber für dich, dass du eine klare Haltung hast und sag es ihr dann, wenn es dann soweit ist, wirklich ihr auch ins Gesicht. Kann man jetzt geteilter Meinung sein? Man kann sicher auch sagen, okay, da muss man jetzt anrufen und ihr das sagen. Also bisher bin ich eigentlich auch deiner Meinung gewesen. Ich habe gedacht, ich warte lieber, bis sie wieder da ist. Also es war auch mehr oder weniger so abgemacht und ich glaube, das ist für sie auch wesentlich angenehmer ist, dann hat sie da unten noch eine richtig schöne Zeit muss ich über sowas keine Gedanken machen. Nein, das Schlimme ist ja... Es ist nur für mich schwer, aber ich denke, da muss ich selber aushalten. Ja, das finde ich auch. Ich habe sie auch verbockt. Ja, das finde ich auch. Genau, das finde ich eine gute Einstellung. Genau das finde ich die richtige Einstellung. Die hat ja nichts mehr von ihrer Reise. Genau. Die läuft ja im Kreis da unten vor. Die wird ja verrückt. Die wird absolut durchdrehen. Ja, ja. Das Problem verschärft sich ja noch dadurch, dass sie halt jetzt, dass es ihr gerade nicht so gut geht. Also, dass sie da unten gerade ein bisschen krank geworden ist. Und nee, dann wirst du ihr das mal nicht antun. Genau. Ja? Aber du wirst für dich am Riemen reißen und für dich eine Entscheidung fällen, was du willst. Auf jeden Fall. Und der erste Schritt ist, dass du dem neuen Mädel schon mal sagst, was los ist. Ja. Ne? Und dann musst du es halt aushalten bis, ich meine, Februar ist auch nicht mehr so lange hin. Ist nicht so lange hin. Nee, wenn es jetzt noch ein ganzes Jahr wäre, wäre es härter, aber so in die paar Monate, ist schnell Weihnachten und dann ist auch Februar. Genau. Jo, Stefan. Ja, Domian. In diesem Sinne. Ja, vielen Dank. Alles Gute. Bis dann, tschüss. Jo, tschüss. Morgen, ihr Lieben, morgen Nachmittag wollte ich schon sagen, morgen Abend um 23.45 Uhr ist Arabella Kiesbauer bei mir in der Sendung zu Gast. Und ich lese hier gerade auf meinem Monitor, ihr könnt ab 22.30 Uhr, ab 10:30 Uhr morgen Abend, könnt ihr schon anrufen, wenn ihr euch mit Arabella Kiesbauer unterhalten wollt.
persönliche Sachen, private Sachen erzählen, ihr erzählen wollt, sie fragen wollt. Ihr könnt auch kritische Sachen äußern, wie ihr das gerne möchtet. Die Sendung beginnt um 11:45 morgen Abend um 23.45 Uhr und ab 10:30 Uhr, 22.30 Uhr könnt ihr schon anrufen und euch anmelden. Ihr könnt aber auch jetzt schon mailen unter domian@wdr.de oder ihr könnt auch mal auf unsere Seite gucken, www.domian.de, da steht auch einiges zu Arabella Kiesbauer, wenn ihr euch noch ein bisschen informieren wollt. Also, ab morgen gibt es Domian immer samstags auch im WDR Fernsehen, dann immer mit einem prominenten Gast und das bleibt weiterhin eine Anrufsendung, so wie ihr das hier auch kennt. Und ihr könnt dann meinen Gästen, meinen prominenten Gästen Fragen stellen, wie es euch gefällt. So, weiter geht's mit Jenny. Jenny ist 18 Jahre alt. Hallo Jenny. Hallo Domian. Ja. Jenny, um was geht's? Ich bin verliebt in den Freund von meiner Mutter. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ja. Wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist 36. Wie alt ist der Freund? Der Freund ist 35. Weiß der Freund von seinem Glück? Nein. Seit wann bist du denn verknallt in den? Ja, das kann ich nicht genau sagen. Das kam so mit der Zeit. Wie lange sind die beiden schon zusammen? 6 Monate ungefähr. Ach so. Ganz neu. Ja, ganz frisch noch. Und hast du den Eindruck, dass er sich auch für dich interessiert oder gar nicht? Ja, auf der einen Seite, wenn ich mit ihm alleine bin, schon, weil er mich auch anlächelt und so. Ja, aber gut. Anlächeln? Ich würde dich auch anlächeln, wäre nicht gleich verliebt in dich. Ja, aber ich kenne das Lächeln schon. Ah. Das ist ein ganz bestimmtes Lächeln. Schon, aber man ist natürlich auch geneigt, wenn man selbst verknallt ist, in vieles etwas hineinzuinterpretieren bei dem anderen, ne? Weil man das gerne möchte, ne? Mhm. Ja. Aber er hat noch nie irgendeine Andeutung gemacht, hat nichts gesagt oder gar nichts. Nee, sagt nichts, nee. Auch nicht dich mal irgendwie angefasst oder irgendwas, was darauf deutet. Nee, auch nicht. Mhm. Hast du einen Freund? Nee, ich habe auch keinen Freund. Ja. Weißt du, das ist jetzt so ein Stadium, in dem du im Moment bist, wo ich finde, solltest du massiv gegenarbeiten. Das ist der Freund deiner Mama. Und ich finde so, das ist eine Tabuzone, die ist nicht antastbar, so wie auch der Freund oder die Freundin des besten Freundes oder der besten Freundin. Ja klar, aber es tut schon weh, wenn ich ihn dann zusammen mit meiner Mutter sehe und wie glücklich sie zusammen sind. Und bist du eifersüchtig auch auf deine Mutter? Ja, ich denke in der Hinsicht schon. Ja. Du lebst bei deiner Mutter noch? Ja. Ja. Das einzige Kind oder gibt es noch Geschwister? Ja, ich bin das einzige Kind. Ja. Wittert deine Mutter etwas davon, dass du dich in ihn auch verguckt hast? Bitte? Meinst du, dass deine Mutter da irgendwie so ein bisschen eine Nase für hat und das ahnt, dass du dich verliebt hast? Das könnte sein. Doch, das könnte schon sein. Hat sie was gesagt schon zu dir? Oder? Nee, gesagt nicht. Das nicht, aber ich mache es schon manchmal auffällig, indem ich ihn anlächle oder... Ah ja. Ja. Das ist natürlich für deine Mutter auch schlimm, ne? Ja, klar. Wenn die merkt, dass die eigene Tochter da als Konkurrentin sich ins Feld begibt, ist das nicht so schön. Ja, wenn sie das gemerkt hat, ist das wirklich nicht gut. Ja, ja. Ich finde, Jenny, man kann verliebt sein, wenn es ganz frisch ist, kann man es noch relativ runterfahren und abblocken. Mhm. Ich finde, dass du das tun solltest mit aller Kraft. Und man kann sich natürlich in sowas auch reinsteigern. Aber man kann dagegen halten. Wenn es nur wirklich die große Liebe sein soll, die passiert dann sowieso. Da kann man auch nicht viel machen. Also ich sollte es besser abhaken. Ich würde an deiner Stelle mich runterfahren, auf Distanz gehen, mir auch die Träume aus dem Kopf erstmal schlagen. Es ist deine Mutter, es ist ihr Freund. Und es gibt 1000 Komplikationen in der Familie, wenn das richtig klar wird. Wie ist denn dein Verhältnis eigentlich zwischen dir und deiner Mutter? Nicht so gut. Nicht so gut? Nee, also ich kann mit meiner Mutter über keine Probleme oder so reden. Mhm. Also wir gehen uns eigentlich eher aus dem Weg. Mhm. Ist das denn geplant, dass du noch länger bei ihr wohnst? Wirst du ausziehen oder geht das erstmal nicht? Nee, ich bin auf der Wohnungssuche. Achso, du bist schon auf Wohnungssuche? Ja. Mhm. Mhm. Also, ich würde an deiner Stelle erstmal mich zurücknehmen. Massiv zurücknehmen. Ja. Vor allen Dingen, er scheint ja auch kein Interesse an dir zu haben, außer dem ein bisschen lächeln. Und erstmal den Dingen ihren Lauf lassen. Sollte er irgendwann vielleicht deine Mutter verlassen und sich gezielt an dich wenden, ist es eine andere Sache. Aber jetzt würde ich erstmal die Finger da rausnehmen aus dieser Geschichte.
Ja. Okay. Wenn du es kannst. Aber ich finde, ja, ich versuche es. Es ist schmerzhaft, aber ja, man kann ich versuche. Ja. Du verstehst, dass man sich auch in sowas hineinsteigern kann, ne? Ja, klar. Verstehe ich. Ja. Also versuch mal den Weg zu gehen. Okay. Viel Glück. Ja, vielen Dank. Tschüss. Und der nächste Anrufer ist die Melanie. Melanie ist 28 Jahre alt. Hallo Melanie. Melanie. Hallo. Hallo Melanie. Ich grüße dich. 28 Jahre, stimmt? 28, stimmt, 28. Ja. Um was geht's bei dir? Genau. Also, ich habe Probleme mit meinem Freund. Ich habe letzte Woche Donnerstag rausbekommen, dass da wohl irgendwas mit einem Mädel im Internet läuft. Mhm. Wie lange seid ihr denn zusammen schon? Fast 8 Jahre. Oh. 8 Jahre. Ja. Was halt noch kurz vorab davor, wir haben... er hat 2 Häuser von seinem Vater bekommen und die haben wir jetzt noch beide renoviert. Mhm. Und das Hinterhaus habe ich fast alleine renoviert. Weißt du, was ganz toll wäre, Melanie? Wenn du den Fernseher ganz leise... Der ist schon ganz leise. Ich höre immer irgendeine Stimme im Hintergrund noch oder das Radio. Warte. Ich höre mich selbst und ich höre dich auch immer so zeitversetzt. Ist jetzt besser? Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht mehr höre. Ich höre mich nicht mehr, genau. Jetzt ist es besser, in der Tat. Ja. Also er hat 2 Häuser geerbt, dein Freund, und die habt ihr zusammen renoviert. Ja, das Vorderhäuschen haben wir noch zusammen gemacht und das Hinterhaus, da hatte er wohl schon nicht mehr so viel Bock. Mhm. Da hat er, entweder hat er 24-Stunden-Dienst, geht danach noch ein bisschen schlafen und ist auch völlig okay. Mhm. Aber die ganzen Abrissarbeiten habe ich dann mit seinem Vater gemacht. Mhm. Und den Rest habe ich halt zum größten Teil alleine gemacht. Ja. Ne? So, dann habe ich das jetzt rausbekommen, dass da wohl irgendwie eine Frau existiert. Mhm. Weil er hat normalerweise keine Geheimnisse und ich denke, naja, musst du mal gucken, was das ist. Wie hast du das denn rausgekriegt? Ja, ich habe mich vorm Rechner gesetzt, weil alles, was wir so über eBay machen oder sowas, läuft über sein Postfach. Mhm. So, und ständig ging ein Fenster auf, wo man mit telefonieren kann und auch mit sprechen kann, tippen kann. Also mit dem Programm kann man schreiben und telefonieren in einem. Ja. So, und dann schrieb ständig jemand und ich hatte da zuerst gar nicht drauf geachtet, weil ich benutze dieses Ding nicht. Mhm. Ja, es ging dann aber 4-5 Mal am Tag und dann bin ich dann halt doch stutzig geworden. Mhm. Ich denke, der Name war dann irgendwie Süße. Mhm. Ich denke, naja, mal schauen, was denn da draus wird. Dann habe ich das Log-File gelesen, das fand ich schon nicht von schlechten Eltern. Ja. Wie man halt flirtet ohne Ende. Ja. Also ist das eine Telefon-Internet-Chat-Bekanntschaft, die er da hat? Ja, genau. Mit der ja auch schon, wie nah ist denn das? Das kann ich nicht sagen. Da bin ich mir noch nicht im Klaren drüber. Also denn du weißt, er hatte letzten Samstag Dienst. Hm? Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich jetzt komplett alles gelesen hätte. Weil am Vortag wollte er unbedingt, dass ich mit vorm Rechner sitze. Mhm. Ich habe ja meinen eigenen Rechner daneben stehen. Ja. Also du hast schon gesagt, dass du da was entdeckt hast. Ja, natürlich. Und hat er sich dann rausgeredet oder hat er gesagt, ja, okay, da läuft was? Nein, er hat gesagt, es wäre nur eine gute Freundin von ihm, wo er jetzt endlich mal eine Frau gefunden hätte, wo er offen mit alles reden könnte. Oh, das ist aber auch gerade kein Kompliment für dich. Nein, ich weiß. So, und du? Ja, ich habe mich dann an diesem Donnerstagabend mit ihm vor dem Rechner gesetzt. Das war jetzt letzten Donnerstag, weil er hatte gefragt, ob ich dann halt auch noch nach oben käme. Und sag ja, ich komme auch gleich. Und ich habe eine Bekannte im Internet, wo ich dann schon mal mit spiele, ein Internetspiel. Und was mir aber sehr, sehr spanisch vorkam, die redeten ganz normal die ganze Zeit. Während du daneben saßt? Während ich daneben saß. Das heißt, er hat mit dieser Frau gechattet, getippt? Ja. Du saßt daneben und die haben sich über alles Mögliche unterhalten, aber nicht über Sex oder... Genau. Ja, vielleicht war sie einfach vorgewarnt, dass du daneben sitzt. Vielleicht hat er ihr das irgendwie zukommen lassen. Nee, das glaube ich nicht. Ich habe mit der Frau ja auch gesprochen. Ja, ich gut. Ich habe sie ja gefragt, was sie von ihm möchte, ne? Ja gut, das kann auch sein, dass sie dich anlügt. Ja, natürlich. Also lange Rede, kurzer Sinn. Da ist irgendeine Verbindung, eine Internetverbindung zwischen deinem Freund, mit dem du 8 Jahre zusammen bist, und irgendeiner Frau. Ja. Du weißt aber nichts Näheres. Du weißt nicht, wer das ist. Du weißt nicht, ob die sich real schon getroffen haben. Doch,
Das weiß ich mittlerweile. Die haben sich real getroffen. Ja, das Problem ist, am Samstag habe ich dann mal alle Logfiles gelesen, nachdem, das weiß. Jetzt ist die Leitung weg. Nun ist die Leitung weg. Melanie. Melanie, jetzt versuchen wir mal, die Melanie wiederzukriegen. Mit wem machen wir weiter, Regie? Mit Michael. Ja, guten Morgen. Hoffentlich haben wir jetzt kein... Ja, hallo Michael, hoffentlich haben wir jetzt keine Computerprobleme hier. 37 ja. Bist du. Ja, korrekt. Ich habe da ein ganz, ganz dickes Problem. Ich bin bei der Berufsfeuerwehr. Ja. Und wir hatten vor einer Stunde einen Einsatz. Das hat geheißen Wohnungsbrand mit Menschenrettung. Mhm. Wir sind dann da hingefahren, Domia. Und wir sind da rein. Und wir sind noch da genau in das Zimmer, wo es gebrannt hat. Mhm. Und dann hatten wir soweit das Feuer im Griff. Und dann das Schlimmste, was ich dann erlebt habe, waren drei Säuglinge. Die waren erstickt durch die starke Rauchentwicklung. Mhm. Wir konnten, Entschuldigung, ich bin so fertig, wir konnten nichts mehr tun. Ja. Waren auch Erwachsene in der Wohnung? Nein, die waren weg. Die waren nicht auffindbar. Wie, die hatten die drei kleinen Kinder alleine gelassen in der Wohnung? Ja. Ja. Wie alt, meinst du, sind die Kinder gewesen? Ach, das kann ich ja nicht sagen. Ich höre dir nur eins. Das ist ein Entschuldigung, bitte, so ein Scheißgefühl, diese drei Säuglinge rauszutragen, deine Apps zu übergeben und die können nichts mehr machen. Ja. Hast du das machen müssen, das raustragen? Ja, wir machen das meistens, ja. Mhm. Bist du jetzt im Moment noch in der... Ich bin jetzt zu Hause. Ja. Und ein Kollege kommt später vorbei und... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich mache das jetzt schon 6 Jahre. Ja. Und ich... Aber so schlimm hast du es noch nie erlebt? Nee, ich habe schon verbrannte Leiche gesehen, alles, aber das mit den Säuglingen, das hat er recht gegeben. Und das war ganz sicher, dass die Kinder gestorben waren? Dass die natürlich, ja, Exitus, ja. Mhm. Sie haben nicht mehr geatmet. Ja. Und ja, ich fühle mich halt richtig beschissen. Ja. Bist du alleine im Moment oder bist du? Ich bin momentan alleine, aber der Kollege kommt dann circa eine halbe Stunde. Aber du bist nicht in einer Partnerschaft und hast keine Freundin? Nein, ich bin alleine, ich habe keine Freundin. Mhm. Wie ist denn das eigentlich bei euch so geregelt? Ihr seid ja nun konfrontiert immer wieder mit schlimmsten Unglücken. Gibt es da keinen Menschen, der euch so ein bisschen danach hilft? Fahrt ihr dann nach Hause? Pass mal auf, das Problem ist so, ich traue nicht jedem, ja. Mhm. Es gibt ja viele... sagen wir so ganz grob, so möchtigen Gurus oder so, ja. Und ich möchte einfach einen Gescheiten haben, wo zuhört, weil das tut mir innerlich so, wie soll ich mich ausdrücken, Domian? Ich verstehe das. So scheiße, ja, ich mache mir Vorwürfe, weißt du? Du machst dir Vorwürfe? Ja, weil ich denke mir vielleicht, ich war nicht schlimm genug, weil ich hatte ja auch früher, bevor ich meine Ausbildung zum Feuerwehrmann machte, habe ich auch ehrenamtlich als Rettungsassistent gearbeitet. Da kenne ich mich ein bisschen aus. Dann sehe ich ja auch an gewissen Merkmalen, wie diesen Patienten es geht oder diesen Menschen. Mhm. Und ich weiß nicht. Also Vorwürfe musst du dir natürlich überhaupt gar keine machen, weil du trägst ja keinerlei Schuld. Ja, das aber weißt du, Domian, ich bin raus, ich habe die Macht gewonnen, ich habe geschrien, ich habe geweint, ich habe keinen Bock mehr und die Kollegen haben mich beruhigt, das war echt. Ja, das ist natürlich ein extremer Schockzustand, wenn du, du warst einer der Ersten, der das gesehen hat, dass die Kinder tot waren. Ja, da hat sich nichts mehr geregt und dann bin ich zu den Notärzten, die wohl schon bereit gestanden waren, die haben ja alles vorbereitet und die haben dann versucht und dann nach circa 10 Minuten hat der Arzt gesagt, Exitus, das heißt tot. Mhm. Und dann bin ich abgefahren wie eine Rakete, Entschuldigung, aber... Ja. Weißt du oder hat man überhaupt eine Ahnung, warum und wie das Feuer ausgebrochen ist? Ja, mit Kabelschmor ja, und dann hatte das Feuer dann entwickelt und ich kann dir ehrlich sagen, wenn diese Menschen gekommen wären, ich wäre so böse gewesen. Und ja, man kann gar nicht verstehen, dass Eltern drei kleine Kinder alleine in der Wohnung lassen. Ich verstehe das auch nicht, ehrlich. Und die sind auch dann nicht, während ihr da wart, sind die auch nicht aufgetaucht? Nein, die Polizei sind noch auf Suche. Mhm. Und die Polizei haben ja in der Wohnung vieles gefunden, Hinweise. Und wir hoffen, dass sie die Ball... Ja, hält man es für möglich, dass das ein Tötungsdelikt ist, ein Mord sogar ist?
Keine Ahnung, Domian, da weiß ich nicht darüber. Da müsste ich nochmal die Polizei fragen. Mhm. Aber ich bin innerlich so aufgebraucht, weißt du? Ich verstehe das. Ist mir völlig klar. Und ich erahne auch, was in dir vorgeht. Wenn du bist ja ein erfahrener Mann in dieser Arbeit. Wenn du 6 Jahre lang das schon machst und diesmal so weggehauen wirst von so einem Eindruck, ist das natürlich Wahnsinn. Deswegen war vorhin meine Frage auch, ob ihr bei der Feuerwehr, gibt es da keine Psychologen, die euch dann helfen in so einer Situation? Ja, doch schon, aber ich frage mich wirklich, ob die wirklich helfen können, weißt du? Ich weiß es nicht. Da zweifle ich dran, ja. Weil ich bin momentan, wie soll ich mich ausdrücken, ich tue jeden Tag, man muss als Feuerwehrmann dominieren, ziemlich durchtrainiert sein, ja. Ich mache jeden Tag Training, ja. Ich bin so ein kleiner Bär, aber das hat mich so umgehauen. Das hat mich so umgehauen. Ich habe die Maske runter, ich habe die Flasche runtergeschmissen. Ich habe gesagt, hey, was ist hier? Bin ich hier im falschen Film oder was? Ja, wie haben denn die anderen Kollegen darauf reagiert? Die waren genauso beschissen. Das Problem ist, die sind schon länger dabei wie ich. Das klingt zwar hart, aber die sind da etwas mehr abgehärtet, ja. Der Kollege, der dich jetzt gleich besuchen wird, war der auch mit dabei bei dem Einsatz? Ja, der war auch dabei und der hat auch selber 2 Säuglinge und Kinder. Das hat ihn zwar auch sehr getroffen, aber das klingt zwar jetzt blöd, aber er hat das jetzt ein bisschen mehr verkraftet. Ich bin 25 Jahre dabei. Ja, also ich finde schon mal gut, dass ihr beide euch jetzt verabredet habt, damit ihr dann zusammen schon mal drüber sprechen könnt. Ich finde auch eine richtige Entscheidung, dass du dir irgendwo jetzt Hilfe holst. Du hast jetzt hier bei uns angerufen, um zu sprechen, um vielleicht einfach mal so ein bisschen Rückhalt zu kriegen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich mache mir Vorwürfe. Ich weiß nicht, was ich mache soll. Ich bin schon so lange dabei. Ja. Und ich weiß es nicht. Ich sag dir jetzt nochmal, ganz sachlich von weit draußen, als objektive Stimme, dass du dir überhaupt gar keine Vorwürfe machen musst. Ja, aber Aber Domian, das waren 3 Säuglinge, das waren 3 Würmleine, weißt du. Aber du bist nicht schuld daran, du bist an diesem Unglück nicht schuld. Ja. Aber ich merke jetzt auch, dass es wirklich sehr schlimm ist und dass es dir wirklich sehr, sehr schlecht geht. Deswegen brechen wir das Gespräch jetzt hier auf dem Sender ab. Ja. Und ich gebe dich jetzt in ganz professionelle Hände, nämlich zu meiner Psychologin. Und ich möchte wirklich alle Feuerwehrleuten begrüßen, von ganzem Herzen sollen auf sich aufpassen. Ja. Okay? Ja, jetzt machen wir das so, du legst bitte auf und du wirst sofort wieder von uns, von meiner Psychologin, von der Heide angerufen. Ich bedanke mich und das ist eine super Sendung. Und ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute von Herzen. Danke, Domian, gell? Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Hier ist Kevin. Hallo Kevin, 16 Jahre. Hallo Domian. Ja, jetzt haben wir nicht mehr... Folgendes. Ja. Es geht um meinen Opa. Und der geht fremd. Der Opa geht fremd? Ja. Woher weißt du das? Das weiß ich seit circa, sagen wir mal, 1 Jahr. Aha. Woher weißt du das? Das weiß ich, man bekommt das einfach mit der Zeit mit, gell? Ja, hast du ihn ertappt oder wie? Hast du ihn ertappt dabei? Ja, das war eine ganz komische Geschichte. Und zwar, wir sind immer früher, ich und mein Bruder, mit ihm unterwegs gewesen. Und dann hat das Telefon geklingelt, sein Handy, und dann ist er aus dem Jeep raus, hat sich entfernt und dann hat er mit der Person gesprochen. Ja. So, dann kommen wir wieder und ich hatte erstmal nichts gesagt. Gell? Aber du hast auch nicht gehört, was er mit der Person gesprochen hat. Nein. Und mit der Zeit wusste ich aber von meiner Oma, also von der er fremd geht, wusste ich, dass er, dass er fremd geht praktisch. Ach, die Oma hat das rausgekriegt? Ja, die weiß das schon lange. Ach, die weiß das schon. Deswegen frage ich mich, der geht jetzt schon 25 Jahre fremd. Der geht 25 Jahre fremd? Und das hat die Oma dir erzählt? Ja. 25 Jahre geht der Opa fremd? Ja, und das Komische ist, sie ist immer noch mit ihm verheiratet. Das verstehe ich nicht. So, aber ich merke gerade, wir haben nicht mehr lange Zeit. Nee, leider nicht. So, und ich muss noch mal ganz kurz was sagen. Und zwar, ich unternehme mit der Freundin viel, weil ich sie netter finde als meine Oma. Ach so, das heißt, du kennst diese Frau auch gut. Ja, die habe ich kennengelernt. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Ja, jetzt weißt du, das ist jetzt ganz unglücklich gelaufen, gerade durch den Anruf auch von dem Feuerwehrmann ist die Zeit uns ein bisschen abhanden gekommen. Ich schlage mal Folgendes vor, wir können das jetzt gar nicht mehr vertiefen. Du legst auf und ich rufe dich gleich nochmal an nach der Sendung. Einverstanden? Okay, danke schön. Okay, bis gleich. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Gudrun Hausen. Morgen sind wir auch wieder da im Fernsehen, allerdings morgen nur.
Und zwar um 23.45 Uhr hier im WDR Fernsehen. Dann mit einem prominenten Gast, dann mit Arabella Kiesbauer. Ihr könnt Arabella Kiesbauer morgen hier in meiner Sendung live alles fragen, was ihr immer schon mal Arabella Kiesbauer fragen wolltet. Ihr könnt euch anmelden über unsere E-Mail-Adresse www.domian@wdr.de oder ab 22.30 Uhr morgen auch anrufen. Also ich wünsche euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht und sage bis morgen. Tschüss. 2 Uhr, Berlin. Bundesfinanzminister Eichel sucht nach neuen Einsparmöglichkeiten im Haushalt. Ziel ist es, im kommenden Jahr